Als Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, war das ja etwas Merkwürdiges, Aufregendes für die Engel. Sie haben so eine Art Schöpfung noch nicht gesehen. So schön, aber gleichzeitig auch schwach. Wie Allah sagt im Koran, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, schwach ist der Mensch erschaffen. Aber gleichzeitig auf die beste Art und Weise, wie Allah das auch im Koran bestätigt. Und als Adam da so lag, hat das ja Iblis Angst gemacht. Die Seele von Adam ist ja nicht sofort in den Körper gewesen. Allah hat das ja in mehreren Phasen erschaffen, wie Allah uns das im Koran erwähnt. Dass er leblos da lag und Iblis machte das Angst. Und er ging rein, raus und er hat gesehen, dass Adam leer ist. Und es gibt manche Mufassiri, manche Tafsir-Gelehrte, die sagen, Adam war ja sehr lang, 60 Ellen. Das sind circa so 30 Meter für uns. Und dann gibt es einen Hadith, der ist zwar umstritten, aber wir erwähnen ihn, dass er 7 Ellen breit war. Das heißt, er war 30 Meter lang und circa 1,5 Meter breit. Das heißt, er war sehr lang und sehr dünn. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah Adam wie eine Palme erschaffen hat. Sehr lang, sehr dünn. Und dann gibt es manche Gelehrte, die in ihren Büchern erwähnen, dass Adam sogar ein Afro hatte und dunkel war. Das heißt, der erste Mensch, Adam, unser Vater, war kein Hellhäutiger, er war dunkel. Und als Allah befohlen hat, dass die Seele in Adam eindringt, ging sie ja von hier oben rein. Damit wir das auch mal kurz erwähnen, vielleicht kennt das der ein oder andere. Deswegen sagen auch manche Gelehrten, und ich meine, einer von ihnen ist Ibn Qayyim, wo er sagte, deswegen haben die Babys auch hier eine weiche Stelle, weil die Seele von hier oben reingeht. Und als sie dann seinen Kopf eingedrungen ist in den Augen, hat er seine Augen aufgemacht. Und die Engel waren alle drumherum, in den Gärten des Himmels. Adam lag da und die Engel sahen zu. Und die Seele erreichte seine Augen, dann erreichte seine Nase, sein Mund, dann hat er genießt. Und dann sagte Allah zu seinem Diener, zu seiner Schöpfung, Yarhamukullah, möge Allah sich deine erbarmen. Und dann hat er seinen Mund erreicht, dann hat er seinen Mund aufgemacht, seine Brust, sein Bauch, dann verspürte Adam Hunger, wie es im Tafsir von Ibn Kathir erwähnt wird. Und dann hat er an den Bäumen was zu essen gesehen. Obwohl seine Seele noch nicht die Beine erreicht haben, wollte er schon dahin und was essen, weil er diesen Hunger verspürt hat. Dann ist er auch so runtergefallen. Manche sagen, das hat die Engel zum Lachen gebracht, weil er runtergefallen ist. Und das ist auch ein Beweis, dass der Mensch sehr voreilig ist. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, dass er Adam mit seinen beiden Händen erschaffen hat. Er hat ihn von den Gärten des Himmels essen lassen. Er hat ihn Hawa alayhi salam erschaffen. Es gibt eine Belieferung, dass Hawa, als Adam am Schlafen war, er aufgewacht ist, über seinen Kopf schaut und er sah Hawa sitzen. Und er fragte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Hawa, deine Frau. Und dann fragte Adam, warum hat Allah dich erschaffen? Und Hawa alayhi salam sagte, damit du bei mir Ruhe findest. Er hat essen können, trinken wollen, was er wollte. Es gibt sogar eine Überlieferung, auch wenn sie umstritten ist, dass Adam eine Krone auf dem Kopf hatte. Gut gekleidet, mit seiner Frau durch die Gärten des Himmels gegangen ist und essen konnte, was er wollte. Mit einer Krone auf dem Kopf, mit einer goldenen Krone auf dem Kopf. Aber Allah hat gesagt, hey, alles ist für dich, Adam und deine Frau. Aber diese eine Stelle, dieser eine Baum, nicht nur, dass ihr nicht davon essen dürft, ihr dürft euch diesem Baum noch nicht mal nähern. Das haben wir gesagt, der Mensch ist voreilig. Adam und Hawa haben davon gegessen. Dann hat Allah sie entblößt und sie liefen nackt rum. Und Adam wollte sich verstecken. Und dann fragte Allah, ja Adam, versuchst du etwa von mir wegzulaufen? Müsst ihr euch vorstellen, ein Mann, 30 Meter lang, mit einer Krone auf dem Kopf, schön gekleidet, auf einmal nackt, läuft mitten in den Gärten des Himmels rum, versucht irgendwie sich zu verstecken. Und Allah fragt ihn, ja Adam, was machst du da? Versuchst du von mir wegzulaufen? Und Adam antwortete, nein, mein Herr, ich schäme mich nur vor dir. Und daraufhin wurde er auf die Dunya verbannt. Musa a.s., nach dieser Geschichte, als Musa dann herabgesandt worden ist und sein Volk geführt hat und den Kampf gegen Firaun gewonnen hat, etc., fragte er unseren Herren, Ja Rab, du hast Adam all das gegeben, du hast Adam mit deinen beiden Händen erschaffen, du hast Adam von dir eingehaucht, die Seele ist von dir, mein Herr. Und trotzdem hat er sich dir widersetzt, trotzdem hat er dir nicht gehorcht und hat von diesem einen Baum gegessen. Wie willst du ihm vergeben? Wie wirst du ihm vergeben, mein Herr? Und Allah sprach, als Adam genießt hat, sagte er, Alhamdulillah in den Himmel. Mit diesem ersten Alhamdulillah habe ich ihn schon alles vergeben, ja Musa. Und deswegen auch, als Adam dann entblößt worden ist und Jibril die Krone von seinem Kopf weggenommen hat, auch wenn die Aussage ein bisschen umstritten ist, aber wir werden sie erwähnen, dann kam Jibril und hat die Krone, weil Allah befohlen hat, sie sollen die Krone von seinem Kopf wegnehmen. Hat er dann auf den Boden geguckt und dann fragte er traurig zu Allah, mein Herr, wirst du mir vergeben und wirst du mir den Eintritt ins Paradies wieder gewähren? Allah antwortete, ja, aber erst musst du auf der Dunya verweilen. Was ich damit sagen möchte, ist, manchmal denken wir, wenn wir Sünden machen, müssen wir jetzt etwas Großartiges machen. Wir müssen jetzt die ganze Nacht im Gebet stehen. Wir müssen Tausende von Euro spenden, damit Allah es annimmt. Wir müssen weinen und machen und wir denken, die Tauba muss so etwas Besonderes sein aufgrund unserer Sünde. Aber manchmal ist es ein einfaches Alhamdulillah aus dem Herzen heraus. Ein Dankeschön an Allah, was er dir alles gegeben hat. Oder ein aufrichtiges Astaghfirullah. Oder ein
ein aufrichtiges Wort gegenüber Allah kann der Grund sein, dass Allah dir alles vergibt. Und deswegen sagt ja Allah auch immer wieder: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ غَفُورُ رَحِيمٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah macht uns die Tauba so einfach und wir haben sie uns so kompliziert gemacht, wobei wir uns vielleicht nur auf das Mindeste konzentrieren müssen. Und was war es? Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit in Wort und Tat. Wenn wir etwas machen, dann machen wir es für Allah. Und wenn wir etwas gemacht haben, was vielleicht Allah verärgert, dann sind wir aufrichtig in dem, was wir sagen. Und wir bitten Allah aufrichtig um Vergebung. Möge Allah uns gut und besser machen. Assalamu alaikum.